Freunde, wir müssen reden und zwar über all jene, die mit 18 gewohnt den Führerschein gemacht haben. Hättet ihr euch damit abfinden können, dass ihr, wenn ihr Männer seid, echte Kerle seid, bis 26 warten müsstet, bis ihr Auto fahren dürft? Genau diesen aberwitzigen Vorschlag hat man jetzt gemacht auf akademischer Basis in Berlin, wo auch sonst, wenn es in Deutschland zu skurrilen Dingen kommt, über die man nachdenkt, die man in Studien in Auftrag gibt oder denen man Gehör schenkt, dann gehört das ins politische Berlin. Wir schauen uns an, was das im Einzelnen bedeutet. Ja, meine lieben Freunde, das ist kein Aprilscherz. Wir befinden uns ja immerhin Mitte November. Nein, das ist allen Ernstes gerade eine Vorlage, die man in Berlin diskutiert. Ein Berliner Verkehrsprofessor fordert in der Tat Führerschein für Männer erst ab 26. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht, auch solche Stilblüten. Denn ich halte es für wichtig, dass wir uns auch den Themen widmen, die ihr im öffentlich-rechtlichen Diskurs, im Narrativ von ARD und ZDF so vielleicht nicht findet. Oder aber die in den Mainstream-Medien, die oft links geprägt sind, ganz anders gedeutet werden. So war es auch hier, denn einige, ihr werdet es nicht glauben, fanden das, was Professor Dr. Andreas Knie von der TU Berlin jetzt von sich gegeben hat. Übrigens, man hat ihm Sendezeit gegeben bei RBB. Der RBB ist öffentlich-rechtlich, also das ist der Rundfunk von Berlin und Brandenburg. Einige von euch wissen es, ich weiß, wir haben eine richtig hartnäckige Fanbase in Berlin, wo wir offensichtlich zu einer der Kanäle gehören von YouTube, die ihr gerne als Pendant oder als Ausgleich euch anschaut. Also, wenn ihr neu hier seid, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, denn dann erfahrt ihr mehr von diesem Kram, der für uns einfach nur noch zum Kopfschütteln ist. Ich erkläre euch auch gerne warum. Also, sie rasen mit aufgemotzten Autos durch die Stadt, gemeint ist Berlin, und nicht selten enden ihre illegalen Rennen mit Schwerverletzten. Die Fahrer, fast immer junge Kerle. Jetzt fordert, wie gesagt, ein Berliner Forscher, gebt jungen Männern erst ab 26 den Führerschein. Wenn die Unfälle durch Raserei nicht abnehmen, muss darüber gesprochen werden, ob Männer erst mit der Vollendung des 26. Lebensjahres einen Führerschein bekommen sollten. Da stecken alte archaische Strukturen dahinter und ein längst veralterter Männlichkeitswahn, der so seine Auslebung findet. Fakt ist, in Berlin stellt die Polizei jeden Tag zwei illegale Autorennen fest. Es waren 593 während des letzten vergangenen Jahres. So, soweit die Rahmenbedingungen. Jetzt widmen wir uns aber diesem Thema gerade mal in der Bubble Berlin mal wirklich. Leute, wir schreiben heute den 17. November. Das ist aus folgendem Grund sehr wichtig. Seit dem 1. November ist in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Oh, jetzt fällt es dem einen oder anderen wie euch wie Schuppen aus den Haaren. Da war doch was. Richtig. Wenn ich jetzt vor der unmittelbaren Vollendung meines 17. Lebensjahres wäre, kurz davor wäre, also 18 zu werden, würde ich aufs Standesamt gehen als Mann und würde sagen, ich heiße Claudia, streich mir zärtlich über meinen Vollbart und möchte mein Geschlecht wechseln. Ich bin ab heute eine Frau. Dann wird der Standesbeamte oder die Standesbeamtin wird dann nicken und wird sagen, selbstverständlich, meine liebe Claudia, da ist der Antrag, bitte unterzeichne ihn. Und fortan ist er hier eine Frau und kann, wie bisher üblich, mit 18 mit einem 500 PS starken Auto illegal jeden Abend an einem Rennen teilnehmen, sofern mich die Polizei nicht aus dem Straßenverkehr zieht. Ja, dumm gelaufen. Woke schlägt doppelt woke. Ja, es ist in der Tat so, ihr merkt, es sind nicht nur die Safe Spaces, die hier zur Diskussion stehen, sondern auch hier merkt man, wie schnell ein wokes Gedankengut an seine Barrieren im theoretischen und praktischen Umsetzungsbereich geht. Denn eine Frau ist nicht mehr eine Frau und damit ist ein Mann auch nicht mehr ein Mann. Und wenn ich das per Federstrich ändern kann, umgehe ich auch solche
Gesetze. Übrigens, dasselbe gilt in derselben Woche, also in der letzten Woche kam hier auch noch Folgendes zur Sprache, ebenfalls Berlin. Man hat festgestellt, dass es ja doch zu jeder Menge Übergriffigkeiten körperlicher Natur kommt in U-Bahn-Waggons und bei der S-Bahn. Also möchte man sich am japanischen Muster orientieren und spezielle Waggons nur für Frauen anschaffen. Der Gedanke ist gut. Solange eine Frau ist, deutlich erkennbar an den Geschlechtsmerkmalen, die aufgrund der XX-Chromosome nach außen hin erkennbar sind. Ziemlich blöde. Ich erinnere nochmal daran, seit dem 1. November, das haben wir der aktuellen Regierung zu verdanken, gilt in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz. Das bedeutet, der hier streicht sich zärtlich durch den Vollbart, heißt ab jetzt Claudia und fährt in genau diesem Schutzraum in der U-Bahn oder in der S-Bahn mit. Warum? Ich fühle mich als Frau, ich lese mich als Frau. Und das sollten die Polizisten auch tun, denn die dürfen mich noch nicht einmal fragen. Denn gerade die Berliner Polizei hat so nette kleine Kärtchen bekommen. Wie gender ich richtig? Und da steht zum Beispiel drauf, sollte ein Demonstrant mit Steinen oder Flaschen nach mir werfen. Ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ihn erstmal nach den Pronomen frage, mit denen er angesprochen werden möchte. Ja, das ist Berlin. Das ist unsere Hauptstadt. Und das ist so ziemlich ja, die Spitze der Realsatire, die man schöner nicht erfinden könnte. Ich glaube, jeder Drehbuchautor hätte Probleme gehabt, vor 10 Jahren noch ein solches Skript an irgendeinen Sender zu verkaufen. Man hätte gesagt, viel zu unrealistisch, nicht glaubwürdig, was du dir ausgedacht hast. Du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist Deutschland, wie wir es aber heute tagtäglich erleben. Aber wenn wir schon bei diesen Straßenrennen sind und diese Macho-Gehabe, da ist ja was dran. Also mit 500 PS und Tempo 200 wird da zum Beispiel jemand in der 80er-Zone aufgegriffen. Dass man dann zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, also der legendären MPU, also dem Idiotentest muss, ja, kann ich nachvollziehen. Hier wird man dann feststellen, wenn sich die Leute in die Anwesenheitslisten eintragen bei der MPU, wir haben hier extrem viele Mustafas, Ahmeds, und Mehmets. Warum? Weil gerade dieses archaisch getriebene Macho-Gehabe mit aufgemotzten Boliden mit 500 PS und mehr nicht unbedingt auf Karl-Heinz, Hans, Franz oder Peter zugelassen sind beziehungsweise sich in deren Besitz befinden. Und das sieht man auch, wenn zum Beispiel Jungs, die auf die Namen Devin, Fatih oder Massoud hören, sich dazu geäußert haben und es nicht unbedingt gut finden, wenn man ihnen den Führerschein erst ab 26 geben würde. Aber auch das wiederum wäre tatsächlich diskriminierend. Man kann nicht sagen, dass man nur Personen mit Migrationshintergrund den Führerschein erst mit 26 gibt. Eine andere Idee wäre vielleicht, dass man es generell so machen würde, wie bei den legendären Motorradversuchen der letzten Jahre. Das hat sich erfolgreich gezeigt. Man geht hin und sagt, meine lieben Freunde, ihr macht einen Stufenführerschein. Das bedeutet, ihr fahrt erst mit kleinen Maschinen und wenn ihr da unfallfrei über die Zeit kommt, dann dürft ihr irgendwann eine stärkere fahren. Man drosselt sozusagen die PS-Leistung, bis das Gehirn ein Volumen erreicht hat, was in etwa der PS-Leistung entspricht. Ja, warum ich aber mit euch darüber sprechen wollte, ihr ahnt es, es ist was anderes. Es geht mir darum, dass diese ganze Diskussion Männlein oder Weiblein ad absurdum geführt wird, seit wir eben diese unsägliche Geschichte mit der Selbstbestimmung haben. Und hier seht ihr, wie schnell das zur Realsatire wird. An gelebten Beispielen. Und das Gesetz ist mal gerade 14 Tage alt. Ja, Leute, wenn ihr mir was schreiben wollt dazu, egal ob zur Mann, Frau oder Mehmet, Ahmed und Massoud mit Thematik, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, checkt mal, ob ihr unseren Kanal schon abonniert habt. Wenn nicht, unbedingt nachholen. Wir sind ganz kurz, so kurz davor, die 20.000 Abonnenten zu knacken. Und das wäre klasse, wenn wir das schaffen vor der Vertrauensfrage von Olaf Scholz, dass wir schneller euer Vertrauen gewinnen, als er es entsagt bekommt im Bundestag. Und das zweite wäre,
diejenigen von euch, die unsere Arbeit wirklich gut finden und denen das 99 Cent im Monat wert ist, meine lieben Freunde, wie wär's mit einer Mitgliedschaft? 99 Cent, weniger als ein Automatenkaffee im Monat. Und ihr bekommt dafür nicht nur exklusiven Content, ihr bekommt auch was auf die Augen, nämlich zu lesen. Unsere Essays, so wie heute, zum Beispiel den über das junge Mädchen mit der unsäglichen Begegnung auf der Schultoilette. Exklusiv bekommt nur ihr, weil wir einen Teil des Contents wirklich nur noch für unsere Mitglieder zur Verfügung stellen, weil wir sagen, ich finde es toll, wenn uns Leute unterstützen und wir möchten da auch etwas zurückgeben. Also, ihr seht, es tut sich einiges und wir freuen uns auf das, was da auf uns alle zukommt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, ihr hört von mir. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Ciao for now, euer Chris.